Wo kann man da anrufen? Erzdiözese Wien. Erzdiözese Wien. Okay, lieber Andreas, versuchen wir mal bei der Erzdiözese Wien anzurufen. Ist ja vielleicht auch für viele andere Leute ganz interessant. Ja, ich möchte aber natürlich sagen, das soll jetzt keine Vorbildwirkung haben. Ich habe nichts gegen Leute, die in der Kirche sind. Ich persönlich möchte halt aussteigen. Ne? Ja, soll ich für dich anrufen? Ist dir das unangenehm, oder? Ja, das wäre gut. Okay. Kannst du für mich fragen? Mhm. Was man braucht einfach. Man braucht wahrscheinlich einen Taufschein, ne? Ich weiß es doch nicht. Entschuldigung. Aber ich mag nicht, dass wenn ich mit der Erzdiözese Wien telefoniere, dass du dann im Hintergrund rülpst. Wenn es möglich ist. Wenn es dir möglich ist. Hallo? Erzdiözese Wien, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Und zwar würde ich gerne verbunden werden mit jemandem, der sich auskennt, was man machen muss, wenn man aus der Kirche austreten will. Da muss ich schon verbinden. Ja, bitte. Danke. Das hat irgendwie eine ganz andere Bedeutung, wenn man grüß Gott sagt bei der Erzdiözese. Öffentlichkeitsrat. Ja, grüß Gott, Frau Tech. Grüß Gott. Und zwar rufe ich an wegen einem Freund von mir, der aus der Kirche austreten will. Ja. Und der weiß genauso wenig wie ich, was er da machen muss. Gar nichts. Mit dem Taufschein gingen sie an den Meldemagistrat, wo er gemeldet ist. Moment mal kurz. Hast du einen Taufzettel? Hast du einen Taufschein? Ja, ich hoffe, dass ich den noch finde. Wann bist du denn Wann ich getauft worden bin? Ja. Wann wird man so getauft? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich kurz nach der Geburt. Ja. Weil den brauchen sie einen Taufschein. Weil dann wird da hinten der Stempel draufgeschrieben. Und was ist das? Das ist alles vom Magistrat, ein Stempel, das ausgetreten sind und aus. Frag mal, ob da Kosten anfallen. Kostet das was, wenn man aus der Kirche austritt? Kostet gar nichts. Und frag mal, ob ich mich trotzdem weiterhin, wenn ich in Hotels absteige, Abt eintragen kann als Beruf. Ja, das muss ich ja nachher. Okay, wenn man in Hotels absteigt, also in Hotels eincheckt, ja, da muss man auch immer reinschreiben, Name, Beruf und sowas alles, ne? Ja. Und dieser Freund von mir, dem ist das immer zu anstrengend, das wirklich alles hinzuschreiben, darum schreibt er immer Rom und Abt bei Beruf, weil das am kürzesten ist. Darf er das dann noch, wenn er aus der Kirche ausgetreten ist? Ja, sicher. Ja, darfst du noch. Vielen ja. Dank. Das hat mit dir nichts zu tun. Frag mal, ob sie selbst noch in der Kirche ist. Sind sie selber noch in der Kirche, soll ich fragen? Ich? Ja? Ich muss in der Kirche sein, weil wenn ich austrete, ist eine Kündigung. Oh, verstehe. Aber Sie sind schon freiwillig in der Kirche. Ja. Quasi. Ja. So, müssen Sie ja jetzt auch sagen, ist ja klar. Frag noch ein, ja? Weil ich ein Spezialist ist. Moment. Was ich nie wusste, ist, was eigentlich eine Kommunion ist. Haben Sie es gehört? Ja, aber da fragen Sie gerade mich. Wissen Sie auch nicht, ne? Nein, weil ich habe mich da angesprochen. Wenn man wissen will, was die Kommunion ist, ruft man auch nicht bei der Erzdiözese Wien an. Okay, dann verabschiede ich von der freundlichen Frau noch viele Grüße. Vielen Dank, schöne Grüße. Wiederhören. Die war aber freundlich, ja? Da willst du austreten? Das sind alles so freundliche Sauftypen wie die. Das war, in Wahrheit war das die freundlichste Frau, die mir in den letzten 2 Jahren begegnet ist, glaube ich. Lustig, nett. Warum dürfen Frauen nicht Pfarrer werden? Dann wäre das, wären die Kirchen knacke voll, wenn die alle so nett sind wie die. Dürfen doch längst, oder? Nein. Dürfen nicht? Die werden doch sofort aus der Kirche ausgetreten. Was ist eine Kommunion? Ach, was ist eine Kommunion? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Eigentlich bin ich Journalist, ja. Ne? Ich gebe ja immer an Journalist. Warte, wenn du im Hotel eincheckst, ja. Ja, ja. Stermann macht das ja immer ganz akkurat. Ja. Dirk Stermann. Deutsch. Ich schreibe alles. Alles. Ne? Adresse exakt, obwohl ich eine Gasse habe, die unfassbar lang ist. Ja. Und immer steht neben mir Grissmann, der dann schreibt Abt Rom Heugasse. Und ich dann immer Kädenbrö. Endlos lang. Ne? Journalist. Ja. Wobei mir dann sich natürlich die Frage stellt, bist du wirklich Journalist? Ja, weiß ich auch nicht. Ich gebe zu, jedes Mal, wenn ich Journalist hinschreibe, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich bin ja nicht im klassischen Sinne Journalist. Ja. In welchem Sinne denn? Ja, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar verboten ist, was ich da mache. Dass ich da irgendwas, du musst reinschreiben, Komiker. Ja, das ist doch total peinlich. Doch, in irgendeiner Pension am Land hinschreiben, dann Komiker? Lachsack. Lachsack ist kein Beruf. Spaßmacher. Deutscher ist kein Beruf. Depp. Das war's mal. Ja, aber Depp würdest du schreiben, weil es so kurz ist, ne? Ja. Mit einem P. Ja. Na, aber weißt du, was wir machen, mit dem ich ja schon länger mal telefonieren wollte, ist mit dem österreichischen Journalistenclub. Da könntest du doch fragen, du bist ja vielleicht bekannt dort. Oder fragen, mir ist das unangenehm, weil... Soll ich für dich anrufen? Bitte. Und fragen, ob du das... Vielleicht kannst du auch fragen, was Kommunion ist. Journalisten können ja recherchieren zumindest. Soll ich fragen, wie man aus dem Journalistenclub wieder aussteigen kann? Ja, aber dann habe ich ja gar nichts. Aber ich bin ja gar nicht drin. Frag mal, ob ich rein darf. Ob du drin bist, frage ich. Vielleicht ist man automatisch drin. Ah, vielleicht, ja. Ne? Aber wenn ich automatisch drin bin, dann dürfte ich ja auch das dann eintragen. Was? Journalist. Stimmt.
Österreichischer Journalistenclub, guten Tag. Ja, guten Tag, Christoph Grissemann ist mein Name. Ja, bitteschön. Folgendes, ich rufe an wegen einem Kollegen von mir. Ich wollte fragen, Dirk Stehrmann von FM4, kennen Sie vielleicht? Bitte? Kennen Sie Herrn Stehrmann von dem Jugendsender FM4? Grissemann und Stehrmann? Genau. Ja. Und ich rufe an wegen meinem Kollegen Stehrmann. Ja. Der fragt sich nämlich berechtigterweise, ob er Journalist ist. Ist das, was er macht, und wenn Sie seine Arbeit ja näher kennen, dann können Sie das vielleicht beurteilen. Gilt das als journalistische Stehrmann, Arbeit? Wie heißt das? Dirk, oder? Ja, Dirk Stehrmann. Kann ich mal nachschauen, ob der vielleicht verzeichnet ist irgendwo? Er ist bei uns kein Mitglied. Kein Mitglied? Nein. Ist er dann automatisch auch kein Journalist? Nein. Frag mal, ob ich das darf dann überhaupt. Darf er im Hotel, wenn er eincheckt, unter Beruf Journalist eintragen? Journalist ist, glaube ich, ein freier Beruf. Das heißt, er darf. Aber wie schätzen Sie das ein als Expertin? Stehrmann ist doch nichts anderes. Nein, wir meinen das ganz ernst. Ja. Stehrmann ist doch. Ich bin ja Kolumnist auch zum Beispiel. Ich schreibe doch auch Kolumnen. Ja, aber jetzt mal nur auf die Radioarbeit bezogen. Ja, aber früher habe ich Reportagen gemacht, vor 15 Jahren. Wissen Sie, Journalist hat ja immer so was Ernsthaftes. ist Stehrmann der Komiker Journalist? Würden Sie das bejahen? Ich bin beim ORF. Also ja, wir wissen, dass du beim ORF bist. Was haben Sie dort für einen Vertrag? Was hast du da für einen Vertrag? Freier Mitarbeiter. Freier Mitarbeiter. Aber ich bin dann zum Beispiel als Autor. Also ich bin Autor. Hansi Orsolitsch ist auch beim ORF. Der ist eigentlich auch kein Journalist im klassischen Sinn. Ja, ja, aber der wird nicht dann im Hotel in der Rubrik schreiben, Journalist. Ja, das wäre mal ein Workshop für dich. Nein, aber die Frage ist, bis wann oder ab wann ist man Journalist? Also wann, also wenn ich, fragen wir die Dame, ob... Also ich entscheide das ja nicht. Nein, aber frag mal, was ich... Sie haben ja mehr Ahnung als wir. Wer ist denn zum Beispiel Journalist? Er wollte es nicht veräppeln. Nein. Wenn Sie eine Anfrage haben, richtet es per E-Mail bitte. Ja, aber es ist doch eine, sagt der Dame mal, dass ich wirklich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich das eintrage. Stehrmann hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn er im Hotel Journalist einträgt. Hat er keinen Presseausweis? Hast du einen Presseausweis? Nee. Nein, hat er nicht. Aber den könnte ich über die Gewerkschaft kriegen, glaube ich. Echt, ja. Aber wenn ich, frag mal, ich bin nicht die Gewerkschaft. Nein, frag mal, wenn man in der Gewerkschaft ist, weil das geht ganz leicht, dann kann man auch immer erster Klasse fahren, das weiß ich im Zug. Aber frag mal, wenn ich in der Gewerkschaft wäre, ob ich dann auch in den Journalistenclub könnte. Wenn Stehrmann in der Gewerkschaft wäre, könnte er dann auch in den Journalistenclub kommen? Das sind zwei unabhängige Schuhe. Das sind zwei unabhängige Schuhe. Was ist denn der Journalistenclub überhaupt? Was genau ist der Journalistenclub? www.oejc.at, da können Sie alles nachlesen. Das ist ein privater Verein, so wie die Gewerkschaft. Ja, und was bringt mir das an Vergünstigungen, wenn ich da jetzt... Das können Sie auch schon auf der Homepage alles lesen, das sind diverse Sachen, es kommt darauf an, was Sie nutzen möchten. Kann man erste Klasse fahren dann? Wir können es probieren. Frag mal die Dame, ob vielleicht nur Revolverjournalisten hin dürfen, weil die sitzen in der Blutgasse in Wien. Frag mal. Das war früher eine Sache der Bahn. Ob man, da gab es eigene Bahnausweise. Die haben das alles sehr zurückgenommen. Ob man mit Journalistenausweis fahren kann, da muss man eigene Karten nehmen oder noch einmal sich das von dort bestätigen lassen. Frag mal, ob es Treffen gibt von Journalisten. Im Rahmen der Privatisierungen werden all diese Dinge zurückgenommen, sehr. Gibt es eigentlich sowas wie ein Journalistenstammtisch, wo dann Alfred Worm, Günter Nenning und Rauscher zusammensitzen, Bier trinken? Das weiß ich nicht, aber bei uns gibt es offene Schuhe fix, wo sie kommen können und Leute treffen. Wen zum Beispiel? Auch den Tramontana? Wenn er kommt, ja. Frag mal, ob die alle im Hotel Journalist hinschreiben. Das weiß sie doch nicht, ob die im Hotel Journalist hinschreiben. Frag mal, was Kommunion ist. Wissen Sie, was eine Kommunion ist? Ja, sie pflanzen mir die ganze Zeit. Nein. Nein, wir haben gerade eben bei der Erzdiözese angerufen. Ja. Und die Dame am Telefon wusste auch nicht, was eine Kommunion ist. Also wir haben diese beiden Fragen, ob ich Journalist bin und was eine Kommunion ist. Bei Journalisten müssen Sie, wenn Sie sich zum Beispiel bei uns anmelden, Ihre Belege herzeigen, also was Sie machen genau. Reicht das zum Beispiel auch eine Kolumne? Wenn ich Kolumnen schreibe? Also wenn Sie regelmäßig schreiben, ja. Dann bin ich Journalist. Ja, aber kommen Sie auch darauf an, was? Das ist ja ein fürchterliches... Das ist ein weites Feld, richtig. Ja, eben. Also, das ist ein Sportredakteur, genauso wie Sie sagen, ist ja auch ein Journalist. Ne? Sagen wir mal jetzt, wenn Christel von Starmania in TV Media irgendwelche holprigen Sätze von sich gibt, ist sie dann Journalistin? Ja, das ist genau... Schauen Sie, genau das ist das. Wir haben ja hier auch alle Zeitungen hängen. Es gibt solche und solche. Ja. Sag mal, dass ich im Wiener schreibe. Stehrmann schreibt im Wiener. Das soll ich als Qualitätskriterium. Okay. Aber was ist eine Kommunion vielleicht, dass man es... Also da
müssen Sie sich schon an die Kirche wenden. Also Sie geben zu, Sie wissen es auch nicht, weil wir wissen es auch nicht alle. Ich gebe überhaupt zu, dass ich nicht alles weiß. Na, natürlich nicht. Aber es, ich weiß nicht, sind Sie in der Kirche noch? Nein. Ausgetreten? Schon lange. Sehr schlau. Ja, aber wie? Ah, das weißt du ja jetzt. Wie man austritt, weißt du ja. Ja, mit dem Taufschein. Ja, genau. Ja. Okay, vielen Dank. Es war ein hochsympathisches und interessantes Gespräch. Ja, meldet euch einmal. Wir machen das, gerne. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Jurfix in der Blutgasse. Jurfix in der Blutgasse. Ich muss gleich wieder in die Blutgasse. Zum Journalistenclub.